Ich habe mich ja seinerzeit als 14-Jähriger, ich bin zwar brav zum Konfirmandenunterricht gegangen, ich habe mich aber nicht konfirmieren lassen. Und habe gedacht, also das musst du irgendwie korrigieren. Und zwar noch in Gefangenschaft. Und das habe ich dann praktiziert, indem ich mich mit dem Lagerpfarrer verständigt habe und habe dann Unterricht bekommen und dann war aber inzwischen es so, dass ich nach dieser Operation nicht wieder in das Stadtkommando zurückkam, sondern ich kam direkt ins Département du Var zu einem Weinbauern und ich habe dort sehr schwer arbeiten müssen und schlafen musste ich im Stall bei den Tieren, Ratten eingeschlossen. Aber die Mahlzeiten musste ich am Tisch mit einnehmen. Das hat er, vor allen Dingen seine Frau, nein, du bist ein Mensch und das gehört sich so, dass du mit uns zusammen am Tisch sitzt. Ja. Und dann war es so, dass meine Freunde hier in Erfurt nun irgendwelche Leute informiert haben, dass ich eigentlich doch nicht in Gefangenschaft sein müsste, sondern ich bin doch ODF. Nicht? Und die haben dann sich dafür eingesetzt, dass ich doch entlassen werden sollte. Und das kam dann durch nach Toulon-Lavalette. Und dann kam ich ins Lager, also vom Weinbauern weg, und habe dann gesehen, was ein Pfarrer, ein evangelischer Pfarrer, alles so tun muss. Und ich wurde dann in Toulon konfirmiert. Und das war für mich ein so entscheidendes Erlebnis, dass ich sage es mal ein bisschen salopp, dieses Jahr ist kein richtiges, wenn nicht ein anderes Jahr noch folgt, nämlich, dass ich bei diesem Pfarrer noch bleibe, um ihm zu helfen. Und das hatte noch eine besondere Bewandtnis. Sein Vorgänger hatte guten Kontakt geknüpft mit einem englischen Kriegsgräberkommando und hatte also versucht, die Erkennungsmarken, die man fand, irgendwie zu sammeln, zu sortieren. Und dann wurde er aber entlassen und hat nun diese unerledigte Sache eben meinem Pfarrer, der mich konfirmiert hat, überlassen. Und ich habe dann ihm versprochen, ich helfe dir mit. Ich habe 6 Wochen lang nur Totenlisten geschrieben, 3000. 2000 waren in Gefangenschaft verstorben und 1000 durch die Invasion. Und ja, es war also eine durchaus auch schwere Zeit, trotz allem. Aber es gab auch gute Momente. Ich musste ihn begleiten bei seinen Besuchen zu den Arbeitskommandos. Und wem ist das schon vergönnt, als 18-Jähriger
per Fahrrad von Toulon an der Côte d'Azur bis St. Raphael zu fahren. Im Februar allerdings, aber da blüht ja alles wunderbar und das sind alles, und natürlich Frigie und Draguignan und dann. Ja, also kurz und bündig, das Wichtigste an der ganzen Sache, wir erlebten dann, wie ein Kriegsgefangenenlager nach dem anderen aufgelöst wurde und die wurden alle durch unser Lager geschleust. Und sodass wir die aus Nizza bekamen, aus St. Raphael und. Letztendlich waren wir dann die Letzten, die dann das eigene Lager auflösten. Und als wir dann nochmal in ein Zwischenlager kamen nach Avignon, wusste ich, hinter dir ist keiner zurück.